Damen und Herren, heute war viel die Rede von Müttern und Vätern des Grundgesetzes. Und ich möchte mal ein anderes Bild bemühen, denn das Verfassungsleben ist ja in gewisser Weise eine Art Ehe zwischen der sozialen Tatsache des Staates und dem normativen Gestaltungsanspruch des Rechts. Und würden wir heute über eine 70 Jahre währende Hochzeit unter Menschen sprechen, dann hätten wir Gnadenhochzeit, und das ist ein großer Anlass zur Freude. Das Grundgesetz hat selber viel dazu beigetragen, dass wir diese außergewöhnlichen 70 Jahre erleben durften, denn es ist ja schon angeklungen, das ist ungewöhnlich in der deutschen Verfassungsgeschichte. Es war nämlich nicht vor allen Dingen nur ein karges Grundgesetz, das Wort ist hier schon gefallen, mit einem kargen Text. Es war eine unglaublich moderne Verfassung, die von unglaublich viel Mut gespickt war. Vieles ist uns heute selbstverständlich, aber dass Grundrechte einklagbares Recht sind, dass der Einzelne, jedermann, sich an ein Verfassungsgericht, dass es überhaupt ein Verfassungsgericht gibt, wenden kann, das war Mitte des 20. Jahrhunderts revolutionär, nicht nur für das deutsche Verfassungsrecht. Und deshalb sehen wir hier, dass sich dieser Mut auszahlt und auch viel zu diesem Anlass der Gnadenhochzeit beigetragen hat. Was aber eine Gnadenhochzeit im Staat von einer Gnadenhochzeit unter Menschen unterscheidet, ist, dass man bei Menschen sich sicherlich in erster Linie über das Vergangene freuen kann. Nach 70 Jahren Ehe weiß man, da hat man das Gröbste schon hinter sich. Aber unser Auftrag ist ein anderer. Unser Auftrag ist, nach 70 Jahren Freiheit auch die Frage zu stellen, was können wir dazu beitragen, dass es mindestens noch weitere 70 Jahre Freiheit werden. Und wir sind heute sehr stolz darauf, einige Redner haben das auch gesagt, auch zu Recht, dass wir die Lehren aus der Weimarer Zeit gezogen haben. Wir haben unsere Lektion aus Weimar gelernt, mit ganz konkreten Änderungen in unserem Verfassungstext. Aber die Feinde der Freiheit haben immer andere Gesichter. Die Feinde der Freiheit suchen sich wie Wasser immer neue Wege, um das Fundament der Freiheit aufzuweichen. Und wenn wir heute nach Polen und nach Ungarn schauen, sollten wir nicht nur mit dem Finger auf die zeigen, sondern uns auch selbst die Frage stellen, haben wir eigentlich schon die Lehren aus Polen und aus Ungarn gezogen? Wie wird dort die Unabhängigkeit der Gerichte beispielsweise unterspült? Dort wird mit einfachem Gesetz vorgegangen. Nehmen Sie die Präsidentin des ungarischen Obersten Gerichtshofes, Małgorzata Gersdorf, ist über Altersregelungen aus dem Amt gedrängt worden. Ich bin übrigens sehr froh darüber, dass sie dafür mit einem Preis ausgezeichnet ist, der von einem der Väter, eine Mutter war er nicht, des Grundgesetzes ausgezeichnet wird, nämlich mit dem Theodor-Heuss-Preis. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir uns auch heute die Frage stellen, dort wird mit einfachem Gesetz vorgegangen, über Altersregelung, die Spruchkörper werden erweitert, die Zusammensetzungsregelungen werden verändert. Dort hat eine einfache Mehrheit es geschafft, sich die Justiz untertan zu machen. Und deshalb sollten auch wir uns die Frage stellen, wäre das auch in Deutschland möglich? Und in Wahrheit lautet die Antwort ja. Und deshalb sollten wir uns auch fragen, ob wir die Lektionen aus Polen und Ungarn gelernt haben und solche Regelungen nicht auch in Deutschland in den Rang formellen Verfassungsrechts erheben sollten. Für mehr bleibt an dieser Stelle bei meiner Redezeit nichts übrig. Herzlichen Dank.